Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir schauen mal, was wir jetzt eigentlich noch an Quests offen haben. Eigentlich hier gar nicht mehr, nur das hier. Der ist außerdem meine, before learning Daggerfall, das, ja, aber wir haben doch irgendwo, hoppla, falsche Taste. Muss ich so machen oder wie? Wir haben aber doch irgendwo das doch bekommen gehabt, oder nicht? Den Brief. Wir haben übrigens Inventar voll. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben irgendwo was verkaufen. Ist wichtiger, glaube ich. So. Was ist denn das? Kann ich nicht draufklicken. Okay. Dann gehe ich einfach mal so dahin. Wo könnte der Laden sein? Beziehungsweise wie spät haben wir es? 12:05 Uhr. Ist aber auch ganz schön dunkel, dafür, dass es 12.05 Uhr ist. Und hier haben wir jetzt den Laden. Dann gehen wir mal da rein. Mal schauen, was wir dem verkaufen können. Das ist eine Bank! Gold pieces in your account, 0. Gold piece in your inventory, 700. Loan amount due, 0. Loan due by, account, letter on credit, loan, house, ship, Withdraw. Kann ich das? Ich würde sagen, wir machen mal 700. Ah, okay. Hier kann ich. Da kann ich dann so auf meinen Account packen: Geld. Das Ganze, und das ist das, was ich habe auf Tasche. Und das ist das, was auf dem Konto ist. Und so kann ich. Ah, okay. Dann packen wir das mal wieder drauf. Und hier kann ich Kredite nehmen. Loan? Heißt das Lohn oder wie? Dann kann ich Häuser kaufen. Das ist sehr interessant. Das finde ich jetzt mega interessant. Wie viel habe ich jetzt auf Tasche? 100,25, weil ich kein Geld mehr habe. Ich habe fast 2 Kilo an Goldmünzen gehabt. Okay, das ist die falsche Tür. Das ist also eine Bank. Habe ich die jetzt auf der Karte? The Bank of Daggerfall. Nice. Da haben wir noch eine Bank. Mal schauen, wenn wir da hingehen, ob er ebenfalls mein Geld hat oder weiß, wie viel ich habe. Banking. Ah, okay. Also, egal in welcher Bank wir unser Geld hin tun, falsche Tür, haben wir immer Geld, also das Geld wird überall gleich aktualisiert. Ich drücke wieder das Falsche. Was macht das hier? Nichts. Aber nice, dass wir da gefunden haben. Ich will mal schauen, wo wir hier jetzt einen Laden aber finden. Wir wollen ein bisschen was verkaufen, wir haben genug, ich sag jetzt mal Schrott im Inventar, das wir gar nicht brauchen, aber die hoffentlich gut Geld geben. So, oder ich frag mal, wohin zu einem. Ich frag die mal so. General Stores. Greetings to you. Where can I find Badywell's General Market? You find it right there. Points to Bidibus. Ah, nice. Dankeschön. Also, das ist sogar hier. Da ist es. Nice. Dann gehen wir mal darüber. Nee, wir laufen falsche Richtung. Also, da ist es. Ja. Dann können wir da das ganze Kram mal verkaufen. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir haben. Und dann können wir das alles eigentlich in unsere Bank packen. So, wo ist denn der Laden jetzt? Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Da haben wir den. Verkaufen wir das ganze Zeug mal. So. The shop is laid out in a practical and straightforward manner.
All the items seem to be adequate construction. So. Kann ich so irgendwie was kaufen? So als Beispiel. Den Pferd. Den Pferd sage ich auch noch. Naja, ich würde das lieber vielleicht nicht riskieren. Erstmal vielleicht so. Wollte schon mit Eche interagieren mit dem. So. Da, den Pfeil behalten wir. Den hier. Den. Den und den. So, und das Zell. 556 Gold. Ja. Was haben wir hier? Letter your... Ah! Letter yours sincerely Brisinia Lady Magnessen. Den behalten wir mal. Können wir das hier auch mal verkaufen. 6 Gold. Nice. Ah, okay. Hier können wir nicht alles verkaufen. Wir können hier nicht alles verkaufen. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen Laden finden. Hier direkt hinter uns. Irgendwo. Das hier vielleicht. Noch ein General Store. Aber jetzt wollen wir mal hier schauen. Oh, falscher Dings. Inventory. Da. Dear Max Deus der Zweite, I heard about your accident at sea and feared the worst. Now that I've heard you're alive and well, I would like to like the opportunity to meet with you and discuss our beloved Emperor's mission in the Iliac Bay. Allow me to introduce myself. I am Lady Magnessen, the Emperor's agent in the court of Daggerford. My position is not so official as an ambassador. None but other agents of the Emperor know of my true affiliation. The Iliac Bay is ripe with rebels against the Imperial throne, so your discretion is required. For the purpose of our meeting, I will take a room at an inn, the Screaming Cat in Kingcroft Palace of Daggerfall, for a month. After that, I will no longer be available. I will expect you as soon as possible. Yours sincerely, Brisenia Lady Magnessen. Ah, okay. Nee, so. Wenn wir jetzt hier schauen. Hier steht jetzt nichts Neues. Warte, wenn wir jetzt noch einmal hier drauf gehen. Use. Kann ich jetzt nichts mitmachen. Parchment Condition New World. Worth 0 Gold, Weight 0,25 Kilogramm. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Und dann schauen wir, ob wir dem auch noch was verkaufen können. Sell. Nope. Das heißt, für alles andere, was wir im Inventar haben, brauchen wir einen anderen Händler. So, wir fragen den hier mal. So, Weaponsmiths wahrscheinlich. That's easy, Max. It's not too far to the northeast. If you don't mind walking. Northeast, also dahin. Irgendwo im Nordosten. Wieso drücke ich immer die rechte Maustaste? Nordosten heißt, eines von denen ist der Waffenladen, Weapon Restore. Und den Brief werden wir auch später noch mal ein bisschen genauer noch mal lesen, wo wir hin müssen. So, nee, da hinten war schon. Wir waren da schon richtig. Und dann muss hier irgendwo der erste Laden sein. Das da. Das ist ein Bücherladen. Okay. Haben wir Bücher? Magic Items. Nur ein Spellbook, den müssen wir behalten, aber. So. Die alle müssen wir noch verkaufen. Und das alles noch. Deswegen brauchen wir den Waffenladen. Dann müssen wir hier wahrscheinlich lang. Ja, da vorne haben wir schon den nächsten Laden. Da gehe ich von aus, dass. Müsste der hier sein.
The shop is laid off a practical and straightforward manner. So, dann schauen wir mal. So, dem können wir nichts verkaufen. Best Book Center. Ah, okay, war wieder ein Bücherladen. Da muss es hier irgendwo sein. Entweder der oder der. Dann suchen wir mal einen Eingang. Der muss doch hier sein. Ah, schauen wir mal. Vielleicht können wir hier wirklich was verkaufen. Ich hoffe, wir können hier mal wieder was verkaufen. An dem wahrscheinlich hier. Sell. Nope. Warum können wir ihm nichts verkaufen? So, dann war das hier der andere Laden. Ah, da haben wir eins mit Waffen. Okay. Ah, da haben wir es. Sell? Ja, hier können wir das hier verkaufen. Das. Aber ich kann jetzt nicht sehen, wie viel ich dafür kriege, oder? Doch, hier. Hier sehe ich das. Ah, und hier sehe ich, was ich habe. Yo. 1680 können wir dafür kriegen. Ich hoffe. Ich hoffe es wirklich. Kann ich hier noch was verkaufen oder hier? Nö. Sell. 531 kriegen wir. Aber hier steht doch 1680. Hier steht 1680 und wieso kriegen wir nur 531? Ja, okay, machen wir, aber... Das war jetzt... nicht so nice. Mal schauen, hat der hier irgendwas Geileres? Kite Shield brauchen wir nicht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Der Hing war gutes. Plus 6 Armor. Warte mal. Hier auch plus 6 Armor. Okay, dann hier wieder raus. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Nee. Wohl eher weniger. Vielleicht gibt es hier noch mehr. Vielleicht muss ich irgendwo hier hingehen. Dann nicht. Hier haben wir aber noch eine Tür. Hallo, hallo. Ist hier jemand? Oh. Tschüss. Okay. Da haben wir wieder eine Taverne, aber wir suchen noch ein paar Läden, damit wir den ganzen Rest hier verkaufen können. Wir haben hier noch die beiden und hier noch das alles, wo ich keine Ahnung habe, wofür wir das brauchen. Und ich vermute, vielleicht brauchen wir einen Trankmischer oder sowas dafür. Das ist nicht der, den wir suchen. Hier gibt es Klamotten. Dahinter ist noch ein Laden. Vielleicht ist das irgendwie einer, den wir brauchen können. Oder wir gehen erstmal hier rein und gucken, ob wir das vielleicht hier verkaufen können. Bei dem netten Herrn. I've heard of you. Nothing good, of course. Get lost. You get no response. So habe ich hier keinen guten Ruf. You are undependable. Oh. You are healthy. Die mögen mich hier nicht, weil ich hier gepennt habe, also geschlafen hatte. Warum mögen die mich hier nicht? Ich bin ein aufstrebender Held. Ich weiß nicht, was ihr gegen mich habt. Ich werde die alle töten hier.
Was ist denn das da? Nee, jetzt ernsthaft, was ist das? Ist ein Friedhof. Hier leis. Kann ich nicht lesen. Kann ich auch nicht lesen. Aber krass, hier gibt es Friedhöfe und. Ich glaube, da steht immer dasselbe. Vielleicht kann man das auch noch. Das kann man auch nicht lesen. Super. Und jetzt hier. Kann ich nicht lesen. Okay. Das sind Friedhöfe. Aber ich finde es jetzt schade, dass ich hier nicht gerade beliebt bin. Aber egal, dann schauen wir uns nochmal den Brief an. Hier. Use the screaming cat in Kingcroft Palace of Daggerford. Kingcroft Palace. So, hier, find Kingcroft. Kingcroft Palace. Buckingcroft Hall. Ja, das suchen wir. Ah, do you wish to travel to Kingcroft Palace? Natürlich. Würde mich 30 Gold kosten? Ja, aber komm, wir reisen mal dahin. You are entering Kingcroft Palace. So, und dann schauen wir jetzt noch einmal. Hoppla. So. The Screaming Cat in Kingcroft Palace. Und was sagt hier mein Ruf? Immer noch undependable. Ja, wir haben unseren Ruf irgendwie hier zunichte gemacht. So. How can I help you, stranger? The screaming cat. Sorry, I haven't got a clue. Okay, danke schön. Oh. Kann nur das da sein, wahrscheinlich. Dann gehen wir da mal rein. Ist das hier das Screaming Cat? Weiß ich nicht. Talk. Me, help you? Haha. Talk. Why would I help a complete stranger? Especially one with your reputation. You have found the Screaming Cat. You are in it. Okay, wir sind in the Screaming Cat. Ist das... Ah, da haben wir sie. Ah, thank you for responding to my letter, Max. I am Lady Brisiana. Let me bring you to date on affairs. The Spectre of King Lysandos haunts the streets of Daggerfall at night. Trying to communicate with him is futile. He will occasionally moan the word vengeance. But that is the only coherent word I have ever heard him utter. Was auch immer das hier heißen soll. If you are ever in Daggerfall, do not wander the city at night. You are certain to be attacked by his legion of ghosts. It would be probably more gainful to investigate those who might have wronged Lysandos to find the cause behind his torment. I do not know if the royal family of Daggerfall or another person or persons merit more suspicious. The major powers of the Bay Sentinel, Verest and Daggerfall may be good places to start. Continue. In the matter of the letter, the Emperor's agent says that he was unable to hand deliver it to the Queen because of the war. He hired a courier
who's supposedly delivered the letter in his stead. We do not even know the name of his courier. Obviously, there is little information of use, but it would be worthwhile to see whether the letter arrived at Castle Daggerfall at all. How you decide to go to do this is entirely your decision. I will contact you if any new information should surface. I am leaving Daggerfall soon. My position here has been compromised and my life is in danger. Do not mention my name in court. It is more likely to hurt than help. Good luck and watch your back, Max. Haben wir eine neue Quest? Okay, 27 Morningstar, das ist... I met with Lady Brisienne in a tavern room. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Verest and Sentinel. If I am to investigate the mystery of Lysandro's ghost, I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms. Daggerfall, Verest and Sentinel. Hier. Das ist das alte. Ja, das ist das. Hä? Der ist jetzt zweimal da. Einmal ganz oben und einmal ganz unten. Ich glaube, da ist ein kleiner Bug. Okay, dann schauen wir mal, wo ist denn Verest? Daggerfall, Glenpoint, Tulun, Glenumbra Moors, Northmoor, Elysian Hills, Chalgora, Anticlare, Diana, Icalon, Phrygias, Urvaios, Dwynnen, Cambria, Boreane, Kögria, Rothgarian Mountains, Alcaire, Menevia, Orsinium Area, Varys, da haben wir Varys schon mal, Gavaudon, Myrneth, Zatakalam, komischer Name, Totambu, Lainlin, Kurzanset, Ephesus, Dragontail Mountains, Dagfron, Santaki, Alicra Desert, Tigonus, Aya Sophia, Kyabides, hier ist Sentinel, Verest und Daggerfall. Hier haben wir verkackt, das heißt, hier oder hier müssen wir das irgendwie hinkriegen. So, wir bleiben mal hier. Dort sind wir gerade. So. So, kann ich hier irgendwie... Achso, das hier da oben zeigt nur die Provinz Daggerfall. Oder wie heißt das jetzt? Die Region von Daggerfall. Und das sind alles Dörfer, die zur Hauptstadt Daggerfall gehören. Aber hier gibt es ja mehrere Königshäuser. Warte mal, die Frage, die ich mir stelle, das war jetzt falsch. Wenn wir ja hier sind. So, hier sind wir. I am at, da bin ich. Wenn wir ein Weilchen nach Norden gehen, kommen wir dann da an? Das will ich jetzt mal rausfinden. So, wo haben wir Norden? Da. Ich glaube, wir müssen ein bisschen sogar nach links. Aber ich will das jetzt rausfinden. Wenn wir einfach weiter straight geradeaus gehen, ob wir dort auch ankommen. Oder ob wir wirklich hier dann schnell reisen müssen. Also ich hoffe schon. Ich würde aber sagen, wir rüsten auch die Waffe aus. Denn es kann sein, dass wir vielleicht auch attackiert werden. Ich hoffe von nicht allzu starken Gegnern. Aber wenn wir attackiert werden sollten, dann würde ich zu gerne auch ein bisschen skillen. Aber es interessiert mich jetzt wirklich, ob wir dann auch in anderen Städten ankommen. Vor allem, ich feiere das auch gerade hier, so dass man so weit hier gucken kann.
Nicht so wie in Arena. Und ich hoffe wirklich, irgendwo ist ein Team dabei, egal ob es von Bethesda selber oder von irgendwelchen Fans oder von der Community oder wird auch immer, hier Leute dabei sind, Arena zu remaken oder remastern, so dass es auf die heutigen Standards geht, dann würde ich das sofort nochmal von neu spielen. Vielleicht sogar auch mit deutscher Vertonung oder sowas, würde ich auch feiern. Aber auch wenn es nur auf Englisch ist und dann so wie hier Daggerfall Unity, würde ich das auch definitiv dann noch einmal spielen. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Wo es dann vielleicht genauso wie hier jetzt so ist, dass man so nach oben gucken kann oder so. Dann auch ein bisschen mehr so rennen. Ist schon interessant, wenn man nach oben guckt. Vor allem auch, das sind alles hier einfach nur so irgendwelche Pappen. Sage ich jetzt mal. So, jetzt gucken wir mal auf die Map. Es gibt keine Map mehr. Also, so. Ich drücke hier auch noch die falsche Taste. Ah, wir haben unsere Position ein bisschen geändert. Das heißt, wir können tatsächlich wahrscheinlich eine andere Stadt besuchen. Wir können hier wahrscheinlich tatsächlich von der einen Stadt zur nächsten gehen. Vor allem auch, ich finde es interessant, wie das hier jetzt eigentlich aussieht. So, vor allem auch, ich sehe jetzt nicht mehr, wo der Ort war, wo wir vorhin waren. Und ich denke, man kann sich so auch wirklich dann hier auch verlaufen. Boah, ich feiere das gerade wirklich. Wenn wir so die neuen Orte besuchen können und so weiter, von einer Stadt zur nächsten, dann würde ich sagen, dass wir dann hiernach seltener Schnellreise machen, weil das auch Geld kostet hier und momentan brauchen wir jeden einzelnen Septim, den wir haben können, oder Gold, wie es hier noch heißt. Und dass wir dann eher auf Sparflamme gehen und versuchen, so oft wie möglich eher auf diese Art von der einen Siedlung zur anderen zu reisen. Klar, dann würde ich so damit das Spiel auch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber dann könnte ich auch vorschlagen, dass wir dann längere Folgen machen. Dass das nicht mehr halbe Stunde Folgen, sondern vielleicht eine Stunde. Dann hättet ihr länger was von. Und ich hätte dann auch nicht mehr das Problem, dass ich dann irgendwie mal so langweilige Folgen hätte, wo nur von A nach B gelaufen wird. So halbe Stunde von einem Ort zum nächsten. Und da passiert nichts. Nee, dann kann ich das ein bisschen strecken, ein bisschen in die Länge ziehen. Und dann schauen wir mal jetzt, wo wir sind. So, I am at... Ah, wir sind immer noch im Norden. Also, wir haben uns von hier, Kingcroft Palace, nicht wirklich bewegt weit. Wir sind immer noch hier. Kann auch sein, dass es ewig dauert, aber jetzt wünsche ich mir schon auch ein bisschen, dass wir angegriffen werden. Ich hoffe nur von Gegnern, die wir auch überrumpeln können. Aktuell. Vielleicht machen wir hier aber auch nochmal ein Safe Game. Auf die 1. In Daggerfall sind wir jetzt eh verrufen, also ja, werden wir wahrscheinlich den Ruf nicht mehr los. Vielleicht können wir auch ein bisschen rennen. Aber ich denke vielleicht, dass man dann so auch es
geht hier jetzt ein bisschen bergauf. Okay, finde ich interessant. Was wollte ich jetzt vorhin noch sagen? Boah, wir können hier... Guck mal, wie weit wir gucken können. Von hier aus. Wenn die Bäume nicht wären. Ich würde sagen, die Folge machen wir wirklich ein bisschen länger. Und dann entscheiden wir ab der nächsten, ob wir dann allgemein längere Folgen machen oder bei halbe Stunde bleibt. So. Aha. Wir sind wieder einen Pixel weiter nach Norden gekommen. Also, es funktioniert, von Stadt zu reisen. Es ist möglich. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir jetzt nochmal hier auf die Map gucken, können wir von hier nach hier über die Grenze oder müssen wir da schnell Reise machen? Das weiß ich nämlich natürlich nicht. Aber das werden wir auch noch wahrscheinlich früh genug herausfinden. Echt jetzt, aber das war ja jetzt so. In Arena war es nur möglich, per Schnellreise von dem einen Stadt zur anderen zu kommen. Und da, ich weiß noch ganz am Anfang, als ich das versucht hatte, genauso wie hier jetzt, dass ich in einem ewigen Loop gefangen bin und damit mehrere Folgen auch noch irgendwie, dass das mehrere Folgen ging, wo es nur im Loop gefangen war. Ich glaube, ich sehe die schon da hinten. Ich denke, das sind die schon. Das sieht nach einer Stadt aus. Oder ich bilde es mir nur ein. Ja, es wird auch schon dunkel. Wie spät haben wir es denn? Wir haben 14:52. Okay, das geht noch. Aber ich bin immer noch undependable. So, was sagt die Map? Wo stecken wir gerade? Ah? Das heißt, wir sind gleich irgendwo da. Da sind sie schon. Da ist eine andere Stadt. Oder Siedlung oder was auch immer. Wir können von Dorf zu Dorf reisen. You're entering the Buckingslave Farmstead. Es ist möglich. Wir können andere Orte bereisen. Und zwar zu Fuß. Obwohl, das scheint irgendwie nur ein... Das ist nur ein Gebäude. Anscheinend. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Spawnen die einfach hinter mir? Gefällt mir nicht. Aber ich steck mal die Waffe ein. Ah, das ist eine Farm. Okay. Es ist möglich. Wir haben einen neuen Ort bereist zu Fuß. Da ist eine Wache. Guten Tag, der Herr. Reginald. Any Fighters Guild, any Tavern, any Library. Ja, okay. Komm, nein. I think they have one in Oxwich. Oxwich? Okay. So, welche Orte wären denn die nächsten? So, Dungeons. Ah!
Die roten Punkte, wo bin ich? Weiter im Norden hätten wir The Grace of Wickham und The Woodcroft Burial. So. Wir wollen aber Tempels aushaben. Wir brauchen die nicht unbedingt. Dungeons machen wir auch erstmal aus. Wo bin ich jetzt nochmal? Da. Homes brauchen wir auch nicht. Wir lassen erstmal nur Towns. Oxford. Hier haben wir eine Kathedrale. Wellhamwood. Wo bin ich hier? Ne? Hä, wo bin ich? Ach, hier. Ah. Okay. Das belassen wir dann mal so. Das Ding, das heißt, wir können das Ding kaufen. Rein theoretisch, oder wie? Es kann unser Zuhause werden. Oder verstehe ich hier was falsch? Kann ich hier rein? Ich würde sagen, einmal vielleicht nochmal ein Safe Game machen. Und dann jetzt. An irritated voice hollers, it's open! Hallo? Hallo? Wie kletter ich? Da muss ich vielleicht nochmal die Steuerung nachlesen. Climbing. Wo haben wir Climbing? Wo ist Klettern? Climbing? Wie ist... Ich kann mit Controller spielen? Warte mal. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich kann mit Controller spielen! Oha! Boah! Okay. Aber mehr kann ich gerade nicht machen. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt schon mal. Jetzt bin ich wieder mit Maus und Tastatur. Und ich schau mal zur nächsten Folge, wie ich die Controllersteuerung anpasse. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!